Hey, zurück bei Borderlands. Wir sind dabei, unsere Mission hier drüben abzugeben bei Tennis. Schade, dass die Mutanten nicht zu zähmen waren. Sie wären nützliche Alliierte gewesen. Okay, wir bekommen einen schönen Batzen Erfahrungspunkte und wir bekommen eine blaue Schrotflinte. Na, wenn wir schon mal hier sind, einmal hier drüben, dann plündern wir hier noch die Seite. Komm, das Schild, das nehmen wir mit. So, so, so. Bares ist Wahres. Und hier oben sind wir auch fertig bei Roland. Jetzt schauen wir mal, dass wir unseren Zug bekommen. Ach, Moment. Genau. Wir wollten ja noch hier unseren Skill verteilen. Also, wo stecken wir es rein? Damit würden wir den Schusswaffenschaden erhöhen und unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Dann hätten wir hier. Oh, Mehrfachraketen. Das klingt doch wirklich nett. Wenn wir dem Feind Schaden zufügen, regenerieren wir dadurch wieder Gesundheit. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Geht eh nur ein Punkt und das klingt wirklich verdammt geil. Sandstrahl. Na, meinetwegen. Also, wo müssen wir hin? Wir müssen zum Tundra-Express und den finden wir wo auf der Karte? Irgendwo hier oben, alles klar. Kriegen wir hin! Dann nehmen wir mal hier drüben erstmal Catch a Ride, Baby. Hol dir ein Gefährt. Und wir tuckern los. Und da wären wir schon. Ging ziemlich schnell. Und wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns hier noch ein wenig um. Hier drüben, nein, aber hier auf der Seite irgendwo eine Truhe. Munition brauchen wir aktuell keine. Na komm schon, die geheime Truhe. Auf dem Dach vielleicht? Moment, da kann man hoch. Ah, da drüben ist so eine kleine Box. Dann probieren wir es mal hier. Und einmal hier rum, sehr schön. Yes, $3. Hat sich voll gelohnt. Oh, hier drüben. Ich wusste es, 28. Wir sind reich. Wir sind reich. Oh. Und nochmal 3. Und komm. 3. Du musst unserem Mann ein Zeichen geben. Jeder Wetter schläft gerade seinen Rausch aus, also musst du ihn wecken. Das Geräusch von ein paar Warkits, die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbrennen, sollte reichen. Du hast doch eine Feuerwaffe, oder? Boah, haben wir eine Feuerwaffe? Ich denke ja. Oder meint ihr eine Waffe mit Feuer? Das haben wir nämlich nicht. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Hey, die sind gut. Die sind wirklich gut. 7. Das war das. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Man sieht sich. Ich fühle mich wirklich sehr willkommen. Okay. Dann nehmen wir hier drüben mal ganz schnell unser Granaten-Update. Und zwar einmal, ja, man sieht es deutlich besser. Explosionsschaden, okay, kann man nehmen. Wir donnern es mal rein und legen los. Warkits, die brauchen wir doch eh für diese eine Geschichte bei Sir Hammerlock, genau. Der wollte die Nummer. Okay, wo müssen wir hin? Hm. Einfach mal hier runter. Aha. Wartet. Dann machen wir ganz schnell die Mission hier rein. Und zwar... Oh, die sind Level 18. Nee, Level 16. Gut, ich dachte schon. Die Warkits werden nur kreischen, wenn du sie ansägst. Ah, shit, wir brauchen doch eine Feuerwaffe. Und wir haben keine mehr, oder? Doch, Moment. Mein Colt.
Brenn! Brenn! Du musst die Vakets anzünden, um unseren Mann zu wecken. Ich zünde doch. Das ist doch hier eine Feuerwaffe. Ja. Definitiv ja. Oder hier drüben. Na, sieh mal einer hier. Was haben wir denn hier? Damit können wir die bestimmt knusprig machen. Jetzt bräuchten wir nur neue. Der da unten brennt bestimmt auch super. Kann man die irgendwie rauslocken? Put, 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 put. Jetzt sagt bloß, alle weg. Wir hatten unsere Chance. Na dann, erstmal hier drüben hin. Hey, mein Freund, ich suche Insekten. Zack! Gib mir deine Post. Was haben wir hier? Aha! Ein Skin. Ah, hier unten. Okay, Moment. Also, der Plan sieht so aus. Wir ballern mal auf sowas hier. Komm, jetzt brennt er doch. Gut, nun appliziere die Injektion. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ah, ich war zu langsam. Diese Kreaturen als reines Kanonenfutter und haben keinen Blick für ihre elegante Gestalt. Liebliche Geschöpfe, wunderschöne Geschöpfe. Ich war schnell genug, aber irgendwie wollen die nicht brennen. Der hat doch wirklich eben gerade Feuer gefangen. Warum zur Hölle jetzt? Einer. Na, gib mal her. Okay, wir brauchen neue von denen. Einen Augenblick. Die andere Mission, die müssen wir hier drüben machen. Okay. Jetzt müssen wir nur noch einen von denen anzünden. Jetzt brenn doch endlich. Das gibt's nicht. Ich grill die hier wie blöd. Komm, der brennt. Der brennt definitiv. Wenn der mal nicht brennt. Also der brennt sowas von. Entzünde Vakets. 3 Stück. Ja, da bin ich dabei. Ich will sie entzünden. Vielleicht hiermit. Hier kann man die ja auch grillen. Erstmal gucken. Munition. Was haben wir hier? Irgend so einen hässlichen Pilz. Was haben wir hier? Was bist denn du? Soll man da... Wow. Draufhauen. Mitgenommen. Okay, hier sind neue. Also... Der hier drüben ist definitiv ein Vaket. Und jetzt sollen wir ihn entzünden. Moment, wir machen das mal mit dem Ding da drüben. Wir locken die hierher und machen dann... Ich brenne, ihr brennt, wir alle brennen. Und dennoch zählt das irgendwie nicht. Komm, der brennt. Irgendwas mache ich falsch.
Gib mir mal deine 9 Dollar. Dann muss man einfach. Noch ein Skalp für das Geschütz. Also langsam fühle ich mich wirklich wie so ein Idiot. Lesen wir uns die Sache mal durch. Also. Wir sollen 3 Stück entzünden. Indem wir die anzünden. Und wie machen wir das? Haben wir hier irgend so eine besondere Anzündwaffe? Nein, haben wir nicht. Den Skin, den lösen wir mal ein. Okay, dann nehmen wir mal die hier. Vielleicht funktioniert die hier besser. Aber andererseits, das muss eigentlich gehen. Das hier ist wirklich eine Feuerwaffe. Sonst habe ich ehrlich gesagt keine Idee mehr. Ich meine, wir wirren jetzt hier unten rum, zünden alles an, was laufen kann, und es bringt null. Okay, wir wählen nochmal hier die Mission aus. Wir müssen wohl... Gehen wir nochmal in die Karte rein. Wir müssen hier hin. Vielleicht müssen wir ganz bestimmte anzünden. Kann ja sein, dass wir nur da drüben welche anzünden können, die zählen, weil man eben ein Signal geben muss. Ich weiß es nicht, aber wir werden es jetzt herausfinden. So. Okay, wir müssen da oben hin. Moment. Alles klar, jetzt aber. Jetzt muss es einfach funktionieren. Wir sind auf der Ranch von den Dingern. Dennoch sind sie nicht friedliebend. Geh mal hier drauf und... Komm, der brennt. Also wenn der mal nicht brennt. Genauso wie der hier. Einer. Na also. Komm, ich zünd hier alles an. So wütend. So tot. Super. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich jetzt wecken musstest. Hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Ganz ruhig, Mädchen. Also, ein Hyperion zog krass durch den Tundra-Express. Wenn meine Infos stimmen, und das tun sie für gewöhnlich, ist der Kammerschlüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen, dann kipp um. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Sprich mit ihr. Tiny Tina? Gut. Was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal in die Karte rein. Wir müssen irgendwo hier oben hin, aber wir wollen ja noch die Nummer hier machen. Und dazu müssen wir was genau machen. Den Mutierten umbringen.
Wahrscheinlich wieder so eine Mission, wo ich ewig lang brauchen werde. Wir finden den auf jeden Fall irgendwo da drüben. Also rennen wir auch da drüben hin und schauen mal, wo der Big Boss rumrennt. Wer feuert hier? Mordecai? Iridium, sehr schön. Gut, wir sind hier. Hier irgendwo in der Nähe. Moment, hier drüben noch eine Waffe, einen neuen Skin. Den wir sogar noch gebrauchen können. Den nehmen wir natürlich mit. Tagchen. Also, wo finden wir den? Irgendwo hier oben drin. Und da ätzen wir ihn weg. Tada. Zack, gib mir deine Waffe. Oh, was haben wir hier drüben? Ein Badass Goliath. Und irgendwo hier müssen wir unseren mutierten Freund finden. Ich würde sagen, wir schmeißen mal hier so ein Spielzeug rein. Und hier noch sowas. Und komm schon. Doppelt hält besser. Boah, mittlerweile, unser Geschütz ist ja der Oberkracher. Moment, Moment, irgendwo hinter mir. Irgendwo hinter mir rennt noch einer rum. Ach, der ist da oben. Da, nimm so einen Bonbon. Ich brauche ein Geschütz, ich brauche unbedingt hier nochmal ein Geschütz. So, den hätten wir. Und den nächsten gleich, der wirft eine Granate. Sauber Geschütz. Moment. So. Nehmen wir auch noch mit, was auch immer ich hier gefunden habe. Ach, hier unten rennt er rum. Gib mir dein Bargeld. Schwupps, schwupps. Kuschelzeit. Und ich kuschel mit dir. Wow, 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 wow. Wer macht hier so Damage? Zwei Idioten, ein Gedanke. Beide werfen ihre Granate hier drüben. Ach, hier kommt ein Zug. Hey Jungs, hier kommt ein Zug. Ich wollte es nur gesagt haben. Ah, da gehen wir lieber schnell mal drüber. Okay. Den hätten wir. Die Munition, die nehmen wir mit. Das Bargeld natürlich auch. So. Da vorne gibt es irgendwo eine Mission. Keine Sorge, ich habe sie gesehen. Das nehmen wir uns auch, das nehmen wir uns auch. Habe ich es eben gerade eingesammelt oder angelegt? Na. Ich habe es angelegt, oder? Nee. Dann schauen wir mal hier ganz schnell rein. Naja.
Der Wachposten-Skill, der bringt mir zurzeit, finde ich, am meisten, weil wir eben das Geschütz hier skillen. Okay, wir sollten hier nicht rumrennen. Wir sollten gucken, dass wir einmal hier runterkommen. Ja, was haben wir hier? Und hier drüben. Komm, Bargeld. Yes. Aber wo finden wir jetzt hier unseren mutierten Freund? Gehen wir erstmal hier hin. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Cool, neue Knarren. Aber erstmal hier. Komm, wir wollen doch die Nummer hier machen. Und den finden wir definitiv hier. Wir finden ihn definitiv irgendwo hier. Nur sehe ich hier leider keinen. Vielleicht müssen wir einmal hier draufballern. Nein, das war's nicht. Also die Folge ist wirklich schlimm. Keine Ahnung, wo ich lang muss, was ich machen muss oder sonstiges. Ich bin total verwirrt. Ah, Moment mal, der hier sieht doch besonders groß aus. Vielleicht finden wir ihn genau hier drüben. Bei diesem besonders großen Stachel. Ich bin hier! Töte den mutierten Warkit. Töte ihn und ich finde ihn nicht. Ich finde ihn hier mal wieder absolut gar nicht. Ja, genau hier in dem Gebiet muss er irgendwo rumrennen. Na gut, dann machen wir doch hier Schwamm drüber. Da müssen wir hier unten irgendwo hin. Haben wir hier vielleicht so einen mutierten? Ich meine, er wird ja wohl irgendwo aus dem Nichts rauskommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wir finden das Versteck schon mal da drüben. Das sieht leicht aus, das kriegen wir hin. Oho! Falle! Ah, du mieser Wichser! Niemand bringt mich ungestraft um! Niemand! Ich wusste es! Warte, 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 warte! Ja, super, hätte es mir helfen können. Toll. Wo ist meine Belohnung? Hier ist meine Belohnung. Also, was nehmen wir? Oder? Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Und weil ich so ein Arsch bin, plündere ich hier noch seine Mülltonne, seinen Briefkasten. Und piss gegen sein Haus. Na gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge rennen wir hier drüben mal zu Tina. Ich sag wie immer, danke fürs Einschalten. Haut rein und tschüss!